Wie motiviere ich mich selbst? Natürlich, man muss sich selbst motivieren und man kann sich motivieren durch die nächste Arbeit, die kommt. Wenn ich in einer Ausbildung, in einem Beruf drinstecke, dann kenne ich die Stärken und Schwächen. Ich weiß auch, wenn ich mich ein bisschen bemühe, was die nächsten Tage drankommt, dann kann ich mich schon dann, wenn ich vielleicht mal etwas erwischt habe, was nicht so schön ist, mich an den nächsten Tag erinnern oder an den nächsten Tag denken und mich darauf freuen. Unabhängig des Handwerks oder der Ausbildung, ganz persönlicher Rat von mir selbst, es gibt bei mir keinen Tag, der schlecht ist. Es gibt eigentlich immer nur, nicht nur Sonnenschein, aber es gibt auch einen Regentropfen, der schön sein kann. Es gibt eine graue Wolke, die schön sein kann. Man muss es nur erkennen. Und das sind so kleine Brücken, die helfen, sich zu motivieren, auch dann, wenn etwas nicht schön ist, dass man morgens schon losgeht, sagt, okay, der Tag wird nicht einfach, aber jetzt erstmal schön. Und dann gehe ich weiter und dann weiß ich auch, dass dieser unangenehme Termin oder was immer da auf mich zukommt, vorbeigeht. Die Spielbank bezahlt ihre Mitarbeiter danach, dass sie Punktesysteme hat, in denen festgelegt ist, es bekommt ein Mensch 10 Punkte, 20 Punkte. Aber die resultieren aus dem Tronk, aus den Trinkgeldern, die bezahlt werden. Das heißt, wenn der Spielende zufrieden ist, gibt er ein ordentliches Trinkgeld, dann haben alle sehr viel davon. Und jeder ist bemüht, dem Kunden, dem Gast alles Gute zu tun. Für Leonardo und für das Team heißt es, jeder muss sich einbringen, damit das Ganze funktioniert. Und wenn er den Bereich nimmt, den ich viel mache, das Theater, dann kommt es darauf an, auch, dass der vielleicht den Souffleur macht, der vielleicht die Beleuchtung hält, dass der eben guckt, dass sein Kollege perfekt ausgeleuchtet ist. Und dass auch der Hauptdarsteller, auf den ihr vielleicht alle neidisch seid, aber auch der muss Unterstützung haben und ihr müsst alle euer Bestes tun, damit diese am besten herauskommt. Denn nur dann hat der Zuschauende Spaß an dem Stück und gibt euch die Punkte. Jeder, der einen Weg findet, der ihm Spaß macht, am besten den Weg, den er früher als Hobby betrieben hat, zum eigenen Beruf macht, dann wird er damit Erfolg haben. Es gibt Wege, die man einschreitet, die vielleicht nicht zum Millionär machen, aber zum guten Einkommen führen können. Und man wird immer dann das höchstmögliche Einkommen erzielen, wenn man etwas mit Freude und mit Überzeugung tut. Denn dann ist der Weg dorthin überhaupt nicht steinig. Dann guckt keiner von euch auf die Uhr und sagt, jetzt ist aber schon Feierabend, ich kann keine Probe mehr machen, ich kann jetzt an dem Kunstwerk nicht weiterarbeiten oder ich kann an der Arbeit nicht weiterarbeiten, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und dann habe ich automatisch diesen Erfolg und der kommt garantiert. Entscheidend, Zufriedenheit, das Glück, das Richtige wählen zu dürfen, umgekehrt auch die Sturheit zu haben, bei dem zu bleiben, was man machen möchte, auch wenn die Eltern dann sagen, du musst unbedingt, nein, das, was euch oder ihnen gefällt, machen. Motivation heißt, etwas zu tun für mich selbst und das, was ich gerne tue, professionell zu tun.